Genau, Nidram. Du sagst, das ist Prio-Switch. Ja. Erst in die Stadt und danach in den Export. Und dann pumpen wir das Ding auf Vollgas hoch. Das müssen wir noch ändern. Im Augenblick geht's gerade, aber ja, ihr wisst, wie es ist. So, jetzt wird hier aus der Hauptfabrik wieder rausgenommen, weil wieder einer abgeliefert hat. Das Geld schwindet, aber wir machen wieder mehr Geld. Ja. Das Problem ist, wird hier halt sein, einfach, dass die hier so lange stehen. Wir müssen den Druck auf das Zollhaus definitiv reduzieren. Und das machen wir. Wir müssen auch aufs Geld gerade ein bisschen achten. Ne? Hat die Müllverbrennung eigentlich mehrere Stromanschlüsse? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, oder? Nö. Einen kleinen? Ja, mehrere kleine noch. Aber von den großen hat er nur einen. Und da gehen wir ja quasi von hier rüber. Dann gehen wir hier hoch. Und gehen hier zum Beispiel, wäre die Möglichkeit eben so einen, beziehungsweise wir müssten mal schauen, wie wir das hier umbauen. Zukunftsproblem. Vielleicht mache ich hier so einen kleinen also hier, da wo das zusammenläuft, so einen kleinen Prio-Switch rein, erst nach links und dann nach rechts ausgeben oder so, irgendwie so. Und dann drehen wir das, den Export voll hoch. Schließen die zwei Eingänge, eine, der eh schon zum Export wollte und einen anderen schließen wir dann noch an. Und sagen aber erst zur Stadt zurückliefern und dann aber raus, was zu viel ist. Und dann drehen wir das einfach auf 100% hoch. Läuft das, sollte das gehen. Forschung ist abgeschlossen, das ist natürlich gut. Oh, das waren die Luftfilter. Yes! Wir haben die Luftfilter durchgebracht. Hoffentlich. Ja, das ist sehr gut. Treibstoffherstellung interessiert mich gerade nicht. Die Bohne. Die Mülltrennung wäre noch so eine Sache. Mülltrennung wäre geil, oder? Dann könnten wir halt den Sondermüll nochmal anderweitig importieren und müssten ihn nicht nur verschüren. Eine Mülltrennanlage. Gaskraftwerk wäre auch eine interessante. Studie zu Beton. Oh nein, Beton, meine Lieben. Beton wäre geil. Stahl. Oh nee, Metallurgie. Das ist wichtig. Dann, wir gehen auf Stahl. Leute, wir gehen auf Stahl. Was ist denn jetzt schon wieder so eine harte Verschmutzung hier? Das nimmt doch langsam ab, oder? Ich check's nicht. Ich weiß es nicht. Hier unten kommt relativ viel durch, ne? Hier ist auch recht viel, aber hier ist, glaube ich, die Masse, ne? Hier kommt am meisten raus. Ja gut, aber wir haben jetzt die Fernpumpe abgeschlossen. Hier kann jetzt richtig viel durch. Das lange Rohr, ja. Das Stadtrohr, wenn du so möchtest. Wir haben gesagt, wir wollen das im Sommer machen, wenn das okay ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ich traue mich gerade nicht, an das Ding ranzugehen. Mit der Begründung, unsere Baubüros müssten überwiegend fast frei sein, damit wir das easy machen können. Und die haben gerade maximale Sanierungsarbeiten zu erledigen. Hier wird gerade überall saniert, auch Häuser und so Zeugs. Ich würde die ganz gerne mal bei ihrem Sanierprojekt hier mal ein bisschen fertig werden lassen. Das wird mit Sicherheit nicht alles sein, aber es wird zumindest einen großen Anteil haben. Wir könnten jetzt hergehen. Diese Leute hier, die hier einziehen könnten, ja, könnten theoretisch... Achso, hier hinten fehlt noch der Saft. Der ganze... Oh, ist das ganze Stromnetz noch kaputt? Da muss... Ach, genau, ich erinnere mich. Wir müssen da das Stromnetz neu bauen. Das hatten wir schon vorbereitet, aber noch nicht fertig gemacht. Ja, das, ich erinnere mich. Hier ist das Stromnetz noch komplett neu gemacht worden. Und das ist noch nicht fertig. Hm. Geld? Oh, ja, ihr habt recht. Okay, wir brauchen 300.000 Minimum. Wir nehmen aber trotzdem wieder Maximum Zeit. 1,9 Millionen auf. Und zahlen uns den Zins, die Schulden hier raus. Dann haben wir das. Und jetzt haben wir noch 1,5. Und dann zahlen wir hier nochmal
eine Million. So ungefähr machen wir das. Gut, jetzt sind wir da zumindest mal raus und haben noch ein bisschen Polster. Das ist okay. Geld. Wie wäre es mit einem Baubüro nur für Sanierung? Doktor, würde ich gerne machen, wäre ich bei dir. Das ist eine schöne Idee auch, gerade um Städte herum, dass wir eins nehmen, dass wir eins für Ausbau nehmen und einem sagen, hey, du darfst zum Beispiel, ne, du darfst alles, was Ausbau betrifft, und aber du machst zum Beispiel keine Sanierungen, gar keine, ja, bist du raus aus der Nummer. Wenn wir das sagen könnten, ja, bei einer Stadt zum Beispiel hier in der Nähe, dass wir hier nochmal ein Baubüro bauen, das nur für die Sanierungen zuständig ist, da wäre ich absolut bei dir. Das große Problem, was ich daran aktuell habe, ist, einen neuen Fuhrpark aufzubauen, ist mir zu teuer. Was wird geforscht? Metallurgie aktuell. Wir entwickeln uns jetzt langsam, aber sicher in die ganze Geschichte rund um den Stahl. Also, ne, also alles, was hier in diese Richtung geht. Momentan Eisenerz, wir wollen aber Stahl noch machen und davor ist die erforderliche Forschung eben Stahl. Und dann gehen wir in die ganze Geschichte noch ein bisschen rein. Gibt es Eisenerz in der Nähe? Ja. Also Kohle haben wir hier und Eisenerz ist hier. Also das ist nicht mal wirklich weit weg von dem Ort. Oh, oh, oh. Wir haben leichte Elektrizitätsprobleme. Stabilisiert sich instant. Gut. Ja, hier ist Eisenerz. Also wenn du mal guckst, hier so Eisen. Der ganze Hügel hier ist quasi voll mit Eisen. Das könnten wir auch relativ einfach anfahren mit Leuten. Kohle haben wir, wie gesagt, hier. Da, wo wir jetzt hier sind, überall hier ist Kohle. Und eben hier hinten war eine relativ starke Quelle mit 62%. Das ist schon nicht ohne, aber da bauen wir auch gerade aus, damit wir da auch mal ein bisschen rankommen. Am Wasser wollten wir umbauen. Das ist für die Stadt wichtig. Das werden wir machen müssen. Aber hier ist noch gestoppt aktuell, auch wenn wir theoretisch schon Wasser produzieren könnten. Hier oben, also die Grundquelle könnte schon arbeiten. Die Pumpen laufen auch, glaube ich, auch mittlerweile schon. Ja, Pumpenmotor hier ist an. Hier war das mit dem Warenhaus und hier sollten Chemikalien gelagert werden. Das soll quasi der Grundverteiler aus den Chemikalien werden. So. Gut. Jetzt schauen wir mal gerade. Ja, die Sanierungen laufen schon, ne? Also das geht schon. Mittelspannungsleitung, da sind wir hier gerade dabei. Muss ich eigentlich da irgendwas in den Grafikeinstellungen ändern seit dem letzten Patch? Das habe ich ja noch gar nicht auf hochgestellt, ey. Meine Güte. Was soll schon passieren? Schaut deswegen aber auch nicht viel geiler aus, ne? Ich dachte, im neuesten Patch wurde das angekündigt, dass dann hier Leute arbeiten sollen. Dass dann die hier stehen und hier mit der Schaufel und so weiter rumarbeiten, weil hier sind ja Leute hier. Jetzt nicht mehr, aber gerade eben waren da welche. So, wir werden in die Fleischproduktion weiter reingehen. Also das ist jetzt unsere Hauptkernarbeit gerade aktuell. Da sind auch Leute, aber die sieht man halt hier leider noch nicht. Das ist wahrscheinlich dann der nächste Patch, oder?
Ja, das ist solide, ne? Unsere Einnahmen 26.000. Ich meine, das ist im Monat, ne? Das ist, fehlen immer noch 70.000. Bisher nur die Ankündigung. Ah, okay, verstehe. Ja, mittlerweile noch ein paar Leute mehr braucht's, ne? Also wir brauchen noch ein paar Leute mehr. Das ist noch zu wenig. Wir brauchen auch ein bisschen Zufriedenheit, glaube ich, ist so das Thema. Wobei die Zufriedenheit aktuell auf einem sehr soliden Aufwärtstrend ist. Wie schaut denn die Kinderquote aus? Ja, die kriegen wieder Kinder. Also Kinder kommen. Na, es ist eine Arbeit. Es ist in Arbeit. Unser Babyboomer-Programm funktioniert. Tech, ein Wunderhübschen. Das dauert alles hier noch ein bisschen. Ich meine, diese Ausbaugeschichten, die brauchen alle ihre Zeit. Aber wir nähern uns auch hier schon. Hier, guck mal, das wird auch schon, das ist auch nicht mehr so weit hin. Also diese ganze Ausbaugeschichte, die wir hier laufen haben, das ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Ich meine, klar, das feuert jetzt natürlich wieder in die gleiche Kerbe wie hier rein. Und die Verschmutzung müssen wir natürlich ein bisschen reduzieren und an die Grenze schicken. Wie schaut denn der Stau hier aus? Es ist noch, also sind mir ein paar zu viele Fahrzeuge, die warten alle insgesamt zu lange. Wobei hier ein gleichzeitiges Rein- und Rausfahren extrem angenehm wäre. Das geht bei manchen Gebäuden, bei denen halt hier noch nicht. Weil das ist total dämlich, so wie die da rumstehen. Das ist todesineffizient hier. Zwischenlagern an der Grenze kaufen. Ja, gut. Du hast so oder so den Druck an der Grenze. Zwar nicht mehr durch so viele Einzelfahrzeuge, aber dann müssen halt die Lager befüllt werden. Das kannst du schon machen. Ja. Es geht natürlich noch schlimmer. Natürlich. Natürlich. Entlastung ist allerdings das Einzige, was da wirklich hilft, dass wir Sachen nur noch zum Verkaufen an die Grenze schaffen. Und das war's dann auch. Ich bin mir nicht sicher, wird das besser oder nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, diese Häuser waren immer schon orange hier unten. Also beim Wasser hier unten ist auf jeden Fall furchtbar. Vielleicht liegt das wirklich am Wasser da unten, dass das so einen enormen Radius rausballert. Vielleicht liegt es daran. Ein neuer Knochenjochen! Knochen unterstrich Jochen liebt den Stream hart. Subreit. Ey, dankeschön für den ganz frischen Tier 1, Mann. Vielen lieben Dank für den lieben Support. Knochenjochen, ey. Noch nie gelesen. Zumindest nicht in der jüngsten Vergangenheit. Aber ich freue mich über deinen Support sehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Und du hast eine schöne Zeit. Die brauchen auch noch ein bisschen Zeit, aber das geht. Ja, Leute, okay. Danke, danke! Ne, ich danke dir! Ich danke dir! So, was im Obacht? Wie schaut das jetzt hier eigentlich aus? So, die Sanierung von Gebäuden ziehe ich mal nach oben. Fehler gerade. Irgendwo ist noch ein Gebäude, ne? Das sind irgendwelche Wahrzeichen, die will ich gar nicht. Weil die Wohnungen auf jeden Fall, wenn ich sie sehe, mache ich sie hoch. Dann ist das hier unten fertig geworden, oder was? Das ist nur ein Emblem. Okay.
Warum meldet ihr den permanent Umweltverschmutzung? Ich mach das jetzt mal aus gerade. Weil mir das nämlich nervt, diese Dauerbenachrichtigung. Wir wissen, dass das nicht gut aussieht. Oh, jetzt wird's langsam voll bei uns. Aber es wohnt noch niemand bei den Eltern, der eigentlich ausziehen könnte. Aber freie Wohnung schaut gerade mager aus bei uns, ha? Huh? Warum ist denn, leben bei ihren Eltern? Niemand? Freie Wohnungen. Ja, hier oben sind natürlich noch welche da. Dieses Verschmutzungsproblem müssen wir auf jeden Fall lösen. Kannst du das Abwasser umleiten? Wir könnten das machen, aber ich will eigentlich warten, bis wir ein bisschen weniger Arbeitsaufträge hier gerade in unserer unnachgiebigen Liste der Schande haben. Da sind halt viele Wahrzeichen und sowas, so wie das aussieht. Das geht in der Sanierung relativ flott. Die Mittelspannungen brauchen ein bisschen, aber ich will da, wenn ich die Abwasserleitungen anfange abzureißen, will ich, dass das relativ schnell gebaut werden kann. Also ich muss ja relativ große Mengen an unterirdischen Netzen abreißen. Also alles, was zu diesen Dingern hier runtergeht, muss abgerissen werden und komplett neu designt werden. Also das hier zum Beispiel, ne, geht dann hier an einen Anschluss und kriegt einen Verteiler mit einer Pumpe oder so. Da müssen wir dann halt gucken. Aber dieses ganze komplett durcheinander gewürfelte Netz, was hier gebaut wurde, das hier alles, ja, das hier unten. Nicht das obere Rohr, das ist die Hauptleitung, die neue. Aber das untere Rohr ist komplett verrückt. Das muss alles weg. Das obere Hauptrohr, was hier so quer durchkommt, also das hier, was hier so quasi durch die ganze Stadt durchgeht, das ist das neue Hauptrohr. Läuft die Viehzucht schon, Blackwing? Was denkst du denn? Natürlich nicht. Schauen wir mal gerade, wie viel Sonne kriegen wir für einen Sondermüll? 400 Rubels die Tonne. Ist natürlich auch kein großer Betrag. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ja, wir bauen immerhin schon mal ein erstes Silo. Dann können wir nämlich auch mal unsere Früchte der Felder unterbringen. Weil wir haben nämlich tatsächlich ein leichtes Logistikproblem. Unsere Logistikfahrzeuge haben das Problem, dass sie die Felder zwar nutzen, aber das Entladen natürlich ein bisschen problematisch ist auch einfach. Also hier sollen 50% mindestens gelagert werden. Oder bis zu 50% gelagert werden. Das könnte man auch mal ein bisschen erhöhen. Obwohl, das muss eigentlich gar nicht. Die verkaufen, glaube ich, alles, was drüber ist. Und hier hinten dürfen sie 100% voll machen, weil das der Lebensmittelspeicher ist. Und dann machen wir halt hier unten, dürfen sie auch nochmal den Lagerstand auf mindestens, sage ich jetzt mal, 80% vollballern. Ja. Das ist aber dann die letzte Priorität. Das Lebensmittelding ist auf jeden Fall wichtig. Tart, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Markus, guten Abend dir, hi. Und Tyrones, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Hallöchen euch. Also unser aktueller Stand hier, wir bauen am Fleischbetrieb, am zwergonischen Fleischfachbetrieb bauen wir hier rum. Der Zwergstaat geht in die Fleischerei. Und damit müssen wir natürlich A, nicht mehr die Wartezeit an der Grenze in Kauf nehmen und B, wir produzieren selber und C, können wir Überschüsse verkaufen. Also wir gewinnen hier zumindest 50.000 jährliche Ausgaben an Fleisch und noch eventuell Gewinne durch Überproduktion. Das wäre wünschenswert wie Sau. Genau. Michael, noch nicht ganz. Also wir werden auf jeden Fall von hier oben eine Leitung hier runterlegen. Ist ungefähr, wir müssen mal gucken, dass das ein Kilometer alles weg ist von der Stadt. Vielleicht in dieses Tal hier unten rein. Da werden wir dann natürlich auch nochmal gucken, wie wir das am blödsten mit der Begradigung unserer Bützenbacher Stadtbezirke machen. Da geht vielleicht dann die Leitung komplett durch, müssen wir mal gucken. Oder wir leiten es hier an der Seite rüber und dann hier irgendwo hier machen wir dann die Verarbeitung. Hauptsache es ist von diesem Plateau hier, von diesem hier, ein Kilometer weit weg. Das ist die Hauptsache. Von hier oben kommt der Eisenanteil und dann leiten wir das alles mit Förderbändern von hier oben. Müssen wir natürlich auch noch verarbeiten, die Kohle in, also das Kohleerz in Kohle. Das Eisenerz muss dann, glaube ich, nicht weiterverarbeitet werden, oder? Eisenmine? Nö. Oder? Kohle muss verarbeitet werden in Kohleerz und Eisen?
Habe ich das nur einfach nicht gecheckt? Doch, Verarbeitung für Eisenerz. Doch, doch, doch. Was für ein Schwierigkeits... Alles Max. Alles auf Maximum. Wir können nichts mit Rubels... Also wir können nichts fertig bauen. Wir können alles nur von der Grenze beziehen. Die Bürger sind auf schwer eingestellt. Wenn, also wenn irgendwas passiert, sterben uns instant alle weg. Das ist halt... Ja, es ist bitter. Wir haben auch enorm viel Geld dafür ausgegeben, überhaupt eine funktionierende Bevölkerung hier aufzubauen. Dass wir 2500 Leute haben, ist ein harter Kampf. Ich sag's dir, wie es ist. Das hat schon so ein bisschen masochistische Züge, was ich hier mache. Circa 300.000 Dollars ausgegeben, um dahin zu kommen. Ja. Wir importieren Sondermüll. Ja. Das ist unsere einzige Wirtschaft, die wir aktuell am Laufen haben, die wirklich funktioniert. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Nee. Eigentlich stimmt das gar nicht. Das, was wir wirklich, unsere aktuelle Hauptproduktion, was wir an Export verdienen, ist Kleidung. Mit Kleidung machen wir gerade so alle Vierteljahr echt Geld, ne? Also das klappt schon. Wir haben jetzt dieses Jahr, und es ist erst Juli, 80.000 verdient. Am Alkohol 50.000, am Stoff 50.000. Wobei Stoff geht so, das ist Überproduktion. 21.000 am Strom. Bretter haben wir ein bisschen, aber Bretter ist halt wirklich sinnlos, ne? Flip, ein wunderhübschen Ei. Kann man nochmal Leute holen? Wir haben eher das Problem, dass demnächst die ersten erwachsenen Kinder bei ihren Eltern leben müssen, weil sie keine eigene Wohnung bekommen, weil wir diesen ganzen Bereich noch nicht freigegeben haben. Ne? Also hier fehlt es noch an Strom, richtig. Das müssen wir nochmal ändern. Auch das Abwasser muss hier umgeändert werden. Das hier hinten werden wir vielleicht sogar als allererstes bauen, dass wir die erste Leitung hier abreißen und dieses Abwassersystem gleich mal richtig anschließen werden. Das ist so zumindest meine Hoffnung in dem ganzen System. So. Genau, auf zwergtyp.de gibt es jetzt die zwergonischen Nachrichten im Übrigen. Ja, Lion King hat da recht. Da veröffentlicht die Zwergenrundschau ihre... Also nicht nur die Zwergenrundschau, das veröffentlichen jetzt alle Zeitungen ihre Artikel. Ich hoffe, ihr macht es diesmal in einem. Das wäre halt geil, wenn alle an einem großen Artikel arbeiten würden. Und da halt ihre eigenen, ihre, also quasi unsere Redaktion sozusagen, jeder bereitet seine Beiträge auf und packt die dann in einen Artikel für diesen einen Stream rein. Das wäre halt mega cool. Noch nichts angeschlossen? Nee, noch nicht, weil das, da musst du auch richtig dran sein, ne? Also bei allem, was lebenswichtig ist für die Burgers, ja, sage ich dir, wie es ist, bin ich absolut paranoid mittlerweile. Da will ich mein Baubüro aber ganz frei wissen. Und ich lasse die jetzt erstmal gerade im Sommer diese Viehzucht hochbauen. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, das so hinzudeichseln, dass wir auch hier eine hohe Prio gleich leben können. Dass wir zumindest hier im Silo die Erträge, die Früchte des Jahres einfahren können. Das schöne Bützenbach, der einzige Staat, der sich durch Müll finanziert. Ich habe noch nie hier Sondermüll gesehen. Das landet sofort in der Verbrennungsanlage. Das kann gar nicht existieren. Bützenbach ist kein Müllstaat. Bützenbach ist der einzige Staat, an dem dein Herz hängt, ja. Ach, ist doch keine Wahl. Die stinken hinter den Tujas. Ja, maybe. 5,5 Millionen Rubel. Warte mal.
5,9 Millionen Ruhe. Ja, hoch. Wo geht ihr denn hin? Wir brauchen auf jeden Fall, also ich sag's euch, wie es ist, ne? Unser Ziel muss es sein, aktuell sollten wir wirklich da alles dran setzen, unsere Einnahmen so zu stabilisieren, dass wir solide, immer egal was wir tun, Einnahmen generieren. Meine Hoffnung ist mit der Fleischproduktion, auch das wird eine ganze Weile lang dauern, aber meine Hoffnung ist mit der Fleischproduktion, die hier läuft, zumindest ein kleines Plus zu machen, weil Fleisch echt günstig im Verkaufen ist. Ne? Für jede Tonne kriegen wir 759 Rubels, paar Tonnen verkauft, schwuppdiwupp, ein bisschen Geld gemacht. Das Lager kann, ich weiß nicht, 320 Tonnen Fleisch lagern im besten Fall, also wenn alle Stricke reißen und so, hätten wir da ein bisschen Kapazität. Alles über 50% wird verscherbelt. Ja, also ich sehe da großes Potenzial. Sollte der Schlachthof und auch die Viehzucht auf einem halbwegs adäquaten Niveau laufen. Das ist das Problem. Unsere Bevölkerung ist das Problem. Immer schon gewesen. Auch hier, guck mal, 170 Leute können arbeiten, 20 sind drin und wir haben 0% Arbeitslosigkeit. Alle Vollbeschäftigung bei uns. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Wir brauchen eigentlich Bützenbach-Ost als Erweiterung hier, um überhaupt mit unserem Bevölkerungsmangel zu leben. Aber noch können wir die Leute zumindest technisch hier oben unterbringen. Da sterben sie halt bloß relativ zügig weg. Weil halt die Verschmutzung hier oben durch unsere... die ist besser geworden. Die ist viel besser geworden. Das ist viel, viel besser geworden hier oben. Keiner weiß wieso, aber irgendwie ist es besser geworden. Das hat jetzt auf jeden Fall abgebaut. Sehr cool. Kleidungsentzug für alle Proletarier. Das muss in den Export. Gesundheit fast 90%, das ist richtig gut, ja. Und steigt auch noch. 76 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung, ey. So alt sind sie bei uns noch nie geworden. Konnte kein Krankenhaus besuchen, sagen 6 Leute. Niedrige Regierungsloyalität ist ein Problem. Ich versuche halt die 70% Zufriedenheit zu erreichen, damit wir den Babyboom endlich wieder bekommen. Aber er scheint wieder da zu sein. Unsere Kinder sind zu wenige, aber es werden wieder gut Babys geboren. Was natürlich auch ein Problem ist, weil, sind wir ehrlich, unser Kindergarten, jawohl, der hat Kapazitäten. Unsere Schule hat auch mega hart Kapazität. Da kannst du gar nichts sagen. Auch hier könnten wir mal ein bisschen reduzieren. Wir haben so viele Kinder, haben wir gerade gar nicht. Da könnten wir mal ein bisschen die Fachkräfte freilassen. Häftlinge sind da. Ja, okay. Ja, die fahren. Also, Häftlinge werden in die Stofffabrik runtergebracht. Und dürfen hier unten Kleidung nähen für den Export. Müsste auch eigentlich gleich wieder ein Fahrzeug kommen. Ja, da ist einer. Der will auf jeden Fall hier beladen. Ne, der bringt Stoffe gerade. Er bringt Stoffnachschub für die Kleidungsproduktion. Mich wundert es, dass da keiner kommt und sagt, er will abholen. Wahrscheinlich reicht es noch nicht ganz. Ja, ne, die müssen halt so glücklich sein und gesund sein. Wenn die das sind, wenn du das den Leuten gibst, dann freuen die sich auch über Nachwuchs. Ansonsten hassen dich alle und wollen dich mit Mistgabel durch die Straße jagen. Ist nicht so ein schönes Gefühl, sage ich euch. Boah, das ist auch nur so eine kleine Station. Ich erhöhe mal hier die Priorität, weil da ein Kran hängt, der nicht fertig wird. Das ist natürlich blöd immer.